Hallo zusammen und willkommen zu ReplayCast 560. Wir haben heute ein ZVT und das mit zweimal koreanischer Beteiligung. Wir haben einmal hier in Rot den Zerg, das ist Lucira. Und der spielt gegen den Terran Jakchi. Ja, wir sind ein weiteres Mal auf Abyssal Reef. Das ist so ziemlich eine Standardkarte inzwischen geworden, wo relativ wenig gewehtot wird. Ja, und wir haben hier bei Jakchi einmal die Reaper Expansion. Währenddessen bei Lucira hier, da gab es die Hatch First, dann Gas und Pool. Dementsprechend Lucira hier sehr Economy fokussiert, denkt sich, alles was Jakchi mir früher entgegenwirft, kann ich irgendwie schon halten. Ist nicht so schlimm. Und mal sehen, was der erste Reaper dann anstellen kann. Ja, die beiden, das ist auch ein Best of Three. Das ist jetzt das nächste Grid des Open Brackets. Da, ja, es ist einfach nicht mehr. Ich nehme nur noch interessante Matchups. Also es wird jetzt hier schon mehr und mehr sortiert. Mal gucken, wie lange ich noch die Replays von diesem Turnier verwenden werde. Zumal eben die. Gut, ich weiß nicht, wie viele die Spiele aus dem Hauptturnier gesehen habt. Das war halt doch die WCS, ja, Katowice, also die günstige Zeitzone hier. Und da ich die Replays für die WCS Austin habe, ich denke, ich werde die auch relativ bald angehen. Einfach aus dem Grund, weil Amerika eine viel schlimmere Zeitzone hat und die Chance, dass man da die Spiele nicht gesehen hat, ist wesentlich größer. Ja, der Reaper hier tatsächlich schafft es schon mal, zwei Drones zu killen. Macht hier einen richtig guten Job, hat auch noch einen Ling mitgenommen. Fast nur die weitere Drone hier bekommen. Die wurde allerdings dann doch noch zu einem Sporecrawler. Somit hier. Schönes frühes Achievement für Jakchi. Ein bisschen Economy Damage gemacht und das bei Minute 2:30. Das ist sehr, sehr wertvoll. Einfach jeder Worker hat ein umso größeres Gewicht, je weniger eben vorhanden sind. Und in der Zeitpunkt, wo man gerade mal 20 Worker hat, zwei dabei zu verlieren, das sind 10% Economy Verlust. Das ist wirklich nicht schön. Ja, und wir haben hier eben auf Seite von Jakchi gemütlich das nächste Orbital. Wir haben eine Factory, die fertiggestellt wurde und mit dem Reaktor einmal Heliots produziert. Währenddessen baut sich die Barracks ein Attack Lab und wird dann vermutlich relativ bald Stim andrücken. Ja, da kommt auch schon das Stim Upgrade, weil einfach Stim sehr lange dauert. Man sollte es doch relativ früh beginnen, außer man hat gar nicht erst vor Bio zu spielen. Was aber trotzdem nur selten vorkommt. Und jetzt hier, die Heliots können sich mit dem Reaper zusammentun. Und dann weiter ein bisschen sich am Harassen versuchen. Und das ist der Reaper hier, steht noch sehr, sehr weit vorne, sollte eigentlich zurückgezogen werden, aber einen Ticken zu spät hier. Den hätte Jakchi eigentlich safen können, über die Kante. Und so, und verliert jetzt hier ein bisschen unachtsam den Reaper, ein bisschen unschöner Verlust. Da eben in Kombination mit den Hellions nochmal wesentlich effektiver gewesen wäre. Und Lucira hat sich Overlord Speed geholt, um einmal komplett scouten zu können, hat gesehen, da ist eben eine Factory mit Reaktor. Ansonsten kommen allerdings weitere Barracks und eben Stim ist auf dem Weg. Und ja, die Factory wird jetzt genutzt für weitere Addons, damit eben die Addons dann an die Barracks übergehen, weil die eben die wichtige Produktion sind im späteren Spielverlauf. Und wir haben hier einen kleinen Lingo, der versucht Richtung Dritte zu laufen. Und momentan ja auch ohne Wall könnte eigentlich Lucira tatsächlich noch reinrennen, aber es ist dahinter doch ziemlich viel mit den 5 Aliens. Der Zerg selber hier macht gerade Drop Overlords, heißt, es kommen jetzt hier Baning Drops auf zwei Seiten hier. Das könnte jetzt interessant werden, das könnte Jakchi erheblichen Schaden zufügen. Er hat das nicht wirklich im Blick, er weiß, dass Overlord Speed da ist. Und das ist gefährlich für jeden Terraner. Ja, und da eben, erster Drop Overlord ist fertig, der zweite hier stellt sich auch bereit. Wurde der gesehen? Nicht ganz normalerweise. Und jetzt hier, ja, es gibt Parallel Go auf zwei Seiten. Wenn man hier in die Natural, der ist schneller da, der ist wie sofort weggezogen, wenige kommen raus, das sind die Hellions, die sollten das eigentlich defenden können. Eigentlich in der Main geht es währenddessen auch zur Sache und es sind sofort 8 SCVs gestorben. Die Linge jetzt hier sollten noch ein bisschen fokussen, dass sie noch weitere SCVs rauskriegen. Er kriegt zumindest noch ein weiteres raus. Der Drop Under Natural wurde größtenteils geklärt, da ist nur noch ein Link da und auch der sollte hier, ja, erledigt werden. Trotzdem, 9 Worker gekillt, paar Bendinge und paar Linge geopfert, Resources lost. Ist Jakchi momentan ganz minimal vorne. Also es hat sich an sich rentiert für Lucira,
dieser Move. Währenddessen geht er eben zu Hause in Ruhe auf sein Leertag, hat entsprechend keine Aggression momentan zu befürchten, weil jetzt eben Chakchi selber sich um seine eigene Basis kümmern musste. Und somit konnte der Zeug dann doch relativ ungestört weiter hochdronen, hat inzwischen einen ordentlichen Drone-Count von 56. Und die nächste Welle an Drops kommt bereits. Da waren die Hennessy ein Ticken zu langsam, da wurde trotzdem eingeladen. Und jetzt haben wir wieder zweimal den Drop. Hier ist eigentlich ein Marine, zwei Marines mit Missile Turret, wenn dessen in der Main Base. Da wird nochmal schön Bailing in die Marines gedroppt. Trotzdem, der ganze Overlord geht hier drauf. Und damit Supply Block plus ziemlich herber Einheitenverlust. Aber der Overlord hier an der Natural, der schleicht sich hier noch unten rum. Da ist sehr, sehr viel Luft drum. Da kann man Drops gut unterbringen. Und ja, Lucira macht das hier gut. Möchte jetzt hier einfach den Winkel finden, aus dem kein Missile Turret da ist. Und das wird er hier auch. Mit der erste Bailing detoniert hier ganz, ganz schlecht an der Refinery. Das hätte wesentlich besser laufen können. Somit hier gerade mal zwei Marines getötet. Es ist ein bisschen angekratzt, aber nichts Wertvolles hier vernichtet. Währenddessen haben wir jetzt hier eine Terraner-Army, die nach und nach gewachsen ist, die ihren Tech hochgezogen hat. Es sind die ersten Medivacs da. Es ist 1-1 drauf und Combat Shield ist jetzt auch fertig. Heißt, Drops sind jetzt hier doch eine Gefährdung. Währenddessen hier noch ein Overlord, der gerade gefunden wird von einem Viking. Das wurde als Anti-Drop-Waffe hier gebaut. Das kriegt jetzt schon seinen ersten Kill und den zweiten Kill könnte es eventuell auch mitnehmen. Ansonsten sind nicht mehr viele Overlords auf Seiten von Chakchi. Ein paar bewegen sich gerade nochmal rüber. Da wurde nochmal eine Welle rübergeschickt. Aber eben mit dem patronierenden Viking ist das nicht so einfach. Und beide Spiele hier sehr, sehr knapp im Supply aneinander. Aber eben, Lucira hatte Zeit, seine Economy und sein Tech hochzutreiben. Nimmt sich gerade eine vierte und baut einen Spire. Und währenddessen hat er eben fast 700 Gas gebankt. Heißt, das wäre ein Instant 7 Mutas. Währenddessen Upgrades sind für Zirk gerade nicht so grandios. Er hat zwar eine Doppel-Evo, aber es wird nur eine gerade davon benutzt. Jetzt hier kommt das entsprechende Armor-Upgrade. Heißt 1-2 gerade auf dem Weg für den Zirk. Währenddessen Terraner hat 1-1, kein 2-2 hier in Aussicht. Aber er versucht hier gerade zu pushen und nimmt hier einiges an Creepset raus. Währenddessen Ling Rambai hier in eine sehr, sehr offene Natural. Das kann jetzt hier Chakchi richtig viel kosten. Währenddessen versucht hier zu pushen, aber da kommt Bane hier vorwärts gewartet, immer noch auf den Rash-Creep. Schlagen doch ziemlich viel an Army an, währenddessen die SCVs haben hier überhaupt keinen Spaß. Die waren einfach zerfetzt in der Natural, währenddessen wird die Hauptarmy immer weiter zurückgedrängt. Chakchi findet hier kein wirkliches Opening und verliert hier massiv SCVs. Auch in der Mainbase gab es hier ein paar. Und Linge rennt jetzt hier einfach weiter, opfern sie eigentlich hier größtenteils. Da wäre ein Run in die Mainbase sinnvoll gewesen, aber das konnte Lustira nicht ahnen, dass hier an der dritten noch so viel rumsteht. Trotzdem 23 SCVs getötet. Chakchis Workaround richtig, richtig schlecht mit 49 jetzt hier. Muss das alles natürlich nachbauen. Wieso ist gerade die ganze Zeit am Nachbauen? Das sind alles Ressourcen, die er liebsten in Marines stecken würde. Und somit, Chakchi möchte jetzt selber natürlich mit seinem Push etwas reißen, aber die Defense von Lucira sieht nicht schlecht aus. Er hat einiges an Baningen. Baning Speed müsste eigentlich auch das sein. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Wunderwelt Upgrade Tab. Das hat auch nur irgendeinen Hotkey, aber das brauche ich so selten, dass es mir nicht geläufig ist. Es müsste auf jeden Fall Banning Speed da sein, das wäre so meine Vermutung. Und Mutas sind jetzt eben auch mit auf dem Feld, heißt auch Waffe gegen die Medivacs und es kommen mehr und mehr Banning hin. Trotzdem, Chakchi versucht es hier über die südliche Flanke Richtung dritte Basis. Da sind viele Overlords, die hier gerade angeschossen werden und auch einer, der hier komplett geopfert wird. Das könnte hier den Zirk unter Umständen nochmal Supply blocken, aber jetzt hier, ja, Banning Speed ist definitiv drauf, die Konon viel, viel schneller. Und da geht's auf die dritte, aber die Zirk Army steht bereit, möchte hier drauf rennen. Es gibt 5 tote Drones und jetzt hier die Linge und Baininger rennen vorwärts wie bescheuert. Das ist nicht so viel Splash Damage hier dabei. Es sind ein paar Widomines da. Trotzdem Baininger opfern sich gerade in großer Anzahl und die Mutas räumen hier oben die Nordflanke auf. Damit ist die Terraner Army gebrochen und Zirk, ja, kann jetzt hier weiterjagen, hat den Push abgewehrt. Es sind immer noch die Widomines hier im Boden. Und das Viking streunt auch noch rum, wird jetzt hier von den Mutas angegangen. Und Mutas stirbt hier dabei noch. Und Chakchi hat sich doch noch ein bisschen hier erholt. Hat eben seinen Push dazu genutzt, seine eigene Economy wieder ein bisschen anzukurbeln. Man sieht es, die SCVs sind immer noch alle hart angeschlagen. Es könnte nochmal wesentlich schlimmer laufen, wenn da nochmal ein Baning Drop oder ähnliches vorbeikommt. Einzig, ja, die Natural wurde neu besetzt. Da ist alles frisch gebaut. Da sind die Zoom der SCVs, alles andere ist angeschlagen. Ja, wir haben hier eben 4 Base Zerg mit 77 Workern. Eine richtig starke Economy. Man sieht, das Zerg Supply setzt sich wieder ein Stück ab. Nimmt auch bereits seine 5. Basis hier, Lucira. Und baut weiter Ling, Baning, Muta und hat gleich noch das Plus 2 Attack Upgrade. Allerdings auch Terraner hier gleich mit 2-2 und der Drop hier nicht ganz im Blickwinkel von Lucira. Den hätte easy rausnehmen können. Stattdessen die Linge rennen jetzt hier einfach hoch, rennen in eine Widomine. Das sagen ja, opfern sich gerade für die Widomine. Jetzt hier der Drop wird ein weiteres Mal gesehen. Jetzt wird er hier angegangen.
Eigentlich hier sind nochmal so viele, würde man sie tatsächlich, die Sörglinge sind in einer richtig schlechten Position hier. Die Mutas kommen hier leichter raus, aber die Mutas gehen jetzt hier gerade die Medivacs an, und zwar das in ziemlicher Anzahl. Die Linge kommen hier trotzdem noch raus, rennen einfach dran vorbei. Die Mutas hier haben zwei Medivacs gesniped, treten auch den Rückzug an. Und Chakchi momentan hier der eher defensive Part, muss hier sehr, sehr viel defenden. Beide Spieler haben jetzt hier 2-2 Upgrades. Tarana könnte Richtung 3-3 gehen, hat eigentlich auch das Gas dafür. Ja, es kommt hier auch zumindest das dritte Attack-Upgrade. Währenddessen vierte Basis im Bau für den Terran. Und beim Zerg, ja, geht's Richtung Hive mit dem Infestation Pit. Der ist gerade erst noch im Bau, das heißt, es ist doch noch eine ganze Weile, bis Hive da wäre mit 3-3 Upgrades. Währenddessen Mutas legen sie ein weiteres Mal mit einem Dropship an, clearen dieses Dropship, clearen die Marines. Und auch die Wettermine wird hier sterben. Währenddessen eben Chakchi ist mit seiner Army in der Nähe des Zerg Creeps, nicht in der Nähe von der Basis, weil die Basis hier nicht genommen wurde. Währenddessen wurde ein Dropship abgestellt Richtung dritte oder Mainbase. Währenddessen die Linge hier ziehen sich zurück, haben mit Banningen einiges in Supply Depots getötet. Aber trotzdem, Chakchi hier nicht wirklich in Gefahr, Supply Block zu werden. Hat immer noch ein bisschen was frei. Lucira nähert sich dem Max-Out. 3-3 Upgrades angedrückt jetzt komplett für den Terraner. Währenddessen erstes Arm-Upgrade für die Mutas ist auf dem Weg. Und der Drop hier geht in die Mainbase. Und da ist weit nichts hier. Dieser Drop kann tatsächlich sehr, sehr viel anrichten. Währenddessen ist Hive auf dem Weg. Ich weiß nicht, die Marines werden nicht genügend Damage haben, um Hive rauszunehmen. Nein, da ist jetzt hier auch Bendinger mit dabei. Und da wird entsprechend eingeladen. Das Nötig ist ziemlich angeschlagen. Währenddessen Angst, Chakchi rennt jetzt auch on-Creep. Und da kommen ganz nah auf der Bendinger. Und Chakchi passt gerade nicht auf. Und die Bendinger rollen einmal komplett in die Marines. Einen großen Haufen an Terran Army Supply direkt abgeräumt. Eine wird man trifft da mal richtig gut, macht richtig viele Baningen kaputt. Allerdings trotzdem, währenddessen sind hier Linge und Mutas in der Production vom Terraner und machen hier sehr, sehr viel Stress. Da kann Chakchi gerade wenig tun, das heißt, er muss seine Army irgendwas reißen. Baningen werden hier gecancelt. Die Army steht in der vierten, währenddessen der Drop immer noch in der Mainbase. Wird hier ein bisschen angegriffen von Linge, bis die Linge opfern sich einfach in den Drop. Währenddessen hier drüben werden SCVs wieder mal komplett geschlachtet. Nur noch 13 SCVs übrig. Und die Mutas hier, ja, die können jetzt nach Hause zurück, wissen, sie haben sehr, sehr viel Economy Damage getan. Baning Ekulon weitest mal vorwärts, eigentlich in lauter Marauder, das war überhaupt kein sinnvoller Trade. Währenddessen der Drop in der Mainbase ist auch immer noch zugange, fast die Hatchery hier down. Und ja, momentan wartet hier Lucira auf seine Linge und seine Mutas. Und jetzt hier kommt er von beiden Seiten und möchte den Terran-Army einfach mit seiner Circle-Masse crushen. Jetzt kommt hier auch ein Overseer-Eis, die Widowmines werden alle rauskommen, die Marauder werden zurückgelassen. Es verbleiben hier nur die Medivacs. Chakchi runter auf 59 Supply. Währenddessen Lucira hier. Er hat immer noch die bessere Economy, er hat zwar eine Basis verloren, aber er hat die Army crushen können und jetzt kriegt er noch sämtliche Medivacs und das ist richtig teuer für Chakchi. Das verbietet ihm quasi so ziemlich die Möglichkeit, sich nochmal ein Comeback zu erkämpfen. Er hat nochmal ein bisschen was an Army Supply zusammen, eigentlich sein Worker Supply ist einfach bloß unterirdisch. Er hat zwar hier einige Mules, aber man sieht es mit 13 SCVs. Der Zerg hat hier mehr Income einfach als der Terraner mit seinen ganzen Mules, der Terraner einfach und nichts außer Mules hat. Gas im Kampf für den Terraner gar nicht mehr gegeben, der pumpt einfach gerade nur noch Marines und gibt seine Bank aus. Die einzigsten Dinge, die hier momentan Chakchi noch macht, aber er versucht sie nochmal zu sammeln, er ist noch nicht raus aus dem Spiel. Er möchte sie nochmal einen weiteren Fight liefern. Man muss bedenken, bei Lucira, er hat zwar einen ziemlichen Supply-Vorsprung, aber eben viel von diesem Supply ist einfach Worker. Er hat einfach 50 Worker mehr. Dementsprechend ist der Supply-Vorsprung gar nicht so signifikant, was das Army-Supply angeht. Und wir haben hier eigentlich ein wichtiges Upgrade gerade auf dem Weg für Lucira und das ist Adrenal Glance. Wenn das durch ist, machen die Linge nochmal wesentlich mehr Schaden. Auch die Mutas gehen hier nochmal rein, wollen nochmal die Economy stören, kriegen zumindest eine, zwei Mules und jetzt fliegen sie nochmal weg. Der Overseer wird hier geopfert und die Mutas hier sind auch in einer gefährlichen Position, schnappen sich weitere SCVs ab. Die waren hier so übersaturiert, das hat eh nicht groß was ausgemacht. Nochmal 6 SCVs down und die Mutas hier, ja, kommen größtenteils weg. Eigentlich hier nochmal die Widowmines, das könnte gleich nochmal wehtun. Widowmine, eine löst aus, ja. Schlägt zumindest die Mutas ein bisschen an, aber eben kriegt nur einen Mutter hier raus. Die Mutas vergreifen sich weiter an den SCVs hier. Lucira möchte Chakchi einfach tot harassen, runter auf 3 SCVs. Und die Mutas immer noch am Leben. Chakchi Supply, ha, steht so ziemlich auf der Stelle still. Und jetzt hier tatsächlich, die Marines kommen nochmal ran, töten nochmal ein paar Mutas, aber eben, es sind Ultras auf dem Weg. Und wenn Ultras da sind, selbst mit einem ganzen Haufen an 3-3 Marines kann ein Ultra doch einfach easy durchlaufen und einfach alles zerstören. Und Lucira einfach immer noch sehr, sehr aggressiv unterwegs mit seinen Dingen, mit seinen Mutas, zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Langsam wird der Supply-Vorsprung doch deutlicher, aber eben, Chakchi quasi keine Worker mehr, 3 Stück hier, alles an Income kommt wirklich nur von den Mules. Er hat dann noch ein viertes OC hier gemorpht, heißt es sind 4 Mules parallel möglich. Und das ist jetzt hier quasi die letzte Army, mit der es Chakchi reisen will. Wenn er hier einen guten Fight macht, kann es sich vielleicht das nochmal holen, aber eben
Ulis sind da und er musste die Ulis auf Ewigkeiten und er hat nicht übermäßig viele Marauder. Linge war nochmal ein paar gefunden und Oncreep wird der Fight sowieso viel, viel gefährlicher hier für den Terran. Und da sieht's, da kommt eine riesen Zerg-Army auf den Terran dazu. Da kommen die Widowmines im Boden und jetzt hier die Bio-Kite nach hinten. Widowmines treffen nochmal ziemlich gut, nehmen ziemlich viele Linge raus, aber die Ulis pushen einfach brachial nach vorne. Und man sieht's, die Bio hier müssen eigentlich Dauerstemmen und die währenddessen werden die Medivacs angegangen. Jetzt hier Oncreep, da wird nochmal eingeladen. Auf den Highground geboostet. Einfach die Mutas momentan mit der Widowmines beschäftigt. Nochmal Drop in die Economy, aber da ist ein weiterer Uli. Und das hat einfach so überhaupt keinen Nutzen für Sakchi. Und Lucera holt sich dieses Match, schnappt sich hiermit das 1:0. Und dann sind wir auch gleich in Map Nummer 2. So, und wir sind in Map Nummer 2, Newkirk Precinct. Und haben hier ein weiteres Mal die Hatch First von Lucera, der jetzt hier natürlich entspannt mit 1:0 führt. Währenddessen auch Chakchi gibt sich wieder dasselbe Opening. Reaper Expansion hier vom Terraner auf diese Zwei-Spieler-Karte. Mal sehen, kann Chakchi das dieses Match besser machen? Auch auf dieser Map würden sich eigentlich Overlord-Drops anbieten für einen Zerg. Es ist sehr viel Luftraum da. Man kann ja eigentlich mit Overlords ziemlich gut manövrieren. Gerade eben gut in Natchville reinfliegen hier über den Norden. Einfach den Overlord hier runterziehen und danach eine kurze Kurve machen. Und eben, die Mainbase ist sowieso sehr, sehr weit offen für Drops. Also es würde sich wieder anbieten. Die Frage ist, macht das Lucera nochmal? Oder hat er sich gedacht, das ist einfach eine Trumpfkarte, die nehme ich dann, wenn ich Lust drauf habe. Aber das ist keine Go-To-BO von mir. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder mal den ersten Reaper. Der hat beim letzten Mal noch zwei Drones gekriegt. Mal gucken, wie es diesmal aussieht. Queens sind noch nicht ganz bereit. Linge auch noch nicht ganz. Jetzt kommen die ersten zwei Linge raus, aber zwei Linge hier gegen den Reaper. Sie bemühen sich, aber erster Link ist direkt down, aber naja, lieber ein Link als eine Drone und auch der zweite Link wird hier sterben. Und Reaper hier nochmal, ja, schön mit der Mine die anderen Linge weggehalten. Jetzt ist die Queen da und es sieht nicht danach aus, als ob es diesmal einen Drone-Kill geben wird. Momentan hier, ja, Chakchi versucht es nochmal, die Drone ist gut angeschlagen, aber Reaper hier selber ziemlich verletzt, muss sich hier zurückziehen. Und wartet es hier, bis sein Lebensbalken sich wieder voll regeneriert hat. Ja, dahinter gibt es wieder Factory plus Reaktor plus Barracks mit TechLab, heißt, wir gehen in Bio. Stim kommt hier und es werden hier Hellions produziert. Die Hellions wurden letztes Mal nicht genutzt, was ein bisschen verschwenderisch war. So, ihr, Chakchi war damit zwar bereit gegen die große Linkflut, aber einfach gegen das Harassment stand er dann nicht so gut da mit diesen paar Hellions. Er hat die auch nicht wirklich für Pressure verwendet, er hat seinen Reaper dann doch relativ schnell verloren. Reaper momentan zieht sich hier weit, weit zurück, möchte überhaupt nicht gefunden werden dieses Mal, möchte unbedingt später nochmal scouten. Mit dessen Drone fährt los für eine dritte Basis. Mit dessen ja Linge scouten einmal den Ort ab. Und der Reaper kommt hier einen Ticken zu spät. Kann hier die dritte nicht verhindern. Aber kann sie zumindest scouten. Und Chakchi dreht mit seinem Reaper sofort wieder um. Mit dessen wieder mal Speed Overlords hier für Lucera. Einfach viel besseres Scouting-Tool. Man sieht hier, der Overlord ist relativ unbeeindruckt vom Reed-Feuer. Trotzdem, die können ihn durchaus noch kriegen. Der ist jetzt auch ziemlich low. Er hat hier nochmal eine Kurve gemacht und das kostet ihm hier das Leben. Und seine Überresche droppen ins Nichts, was auch immer unterhalb von Newkirk Precinct liegt. Es sieht sehr, sehr seltsam aus. Sagt er doch, Supply blockt. Das hindert natürlich die BO ein kleines Wesen, ein kleines bisschen. Und wir haben hier wieder mal die Hellions. Rein für Defensive, 6 Hellions werden hier gebaut. Reaper ist immer noch am Leben. Reaper springt jetzt hier nochmal in die Natural. Sieht hier zumindest Spanning Nest und Evolution Chamber jagt hier nochmal eine Drone. Und auch eine gute Mine hier tatsächlich. Beschädigt ziemlich viel, aber dafür bezahlt der Reaper mit seinem Leben. Kann dann nichts weiter anrichten. Währenddessen die Hellions sind unterwegs. Ja, die finden ein paar Linge. Da können sie sich sofort damit anlegen. Ja, Linge hier momentan mit Speed einfach zu schnell. Ja, drehen hier nochmal eine kurze Kurve. Drehen hier einfach komplett nochmal um. Wollen Richtung dritte scouten. Währenddessen 6 Hellions sind unterwegs. Und diesmal wollen die Hellions tatsächlich selber ein bisschen Stress machen. Aber es gibt wieder einen Drop von Lucera, er macht das wieder genauso, nur ein bisschen schade eben, dass er den ersten Overlord verloren hat. Trotzdem hatte ich hier Overlords parat für einen Drop parallel, also Lucera macht hier tatsächlich wieder das gleiche, währenddessen ist diesmal Hellbats auf dem Weg. Viel, viel schnellere Armory dieses Mal von Chakchi und der pusht hier mit den Hellbats einfach hoch in die Natural und da sind Baninge nicht fertig und das gibt jetzt hier gleich ein Debakel für den Zerg. Das zu halten ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, das sind richtig viele Hellbats. Zwar keine Medivacs mit dabei, aber eben trotzdem richtig viel Dampf. Währenddessen der Overlord hier wird von den Marines angegangen. Der Overlord stirbt hier, bevor er was ausdroppen kann.
Und damit hier die Situation für Lucira wesentlich, wesentlich schlechter. Er flittert jetzt hier gleich selber einiges an Drones. Er hält jetzt Bird wieder zu Hellions. Wir wollen einfach jetzt hier Drones jagen. Und da ist ein großer Haufen an Drones. Da geht sofort rein. 5 Drones direkt down. Und das werden nochmal wesentlich, wesentlich mehr. Die Drones fighten nochmal ziemlich gut gegen die Hellions ab. Trotzdem 14 Drones hier bereits tot. Immer noch Helvets hier vor der Natural. Fangen alles an Lingen ab, was nur irgendwie gerade dem Terran entgegenkommt. Und der eine Helvet hier oben noch an der Rampe. Der legt sich auch mit allem an. Und momentan hier, ja, Chakchi, ein gutes Stück Unsupply-Vorsprung. Die Helvets haben definitiv einen richtig guten Job gemacht. Und grillen jetzt hier gerade noch das Bellingnest nieder, damit auch ja kein Counter für die Helvets vorhanden ist. Da sind nochmal ein paar Bellinge fertig geworden. Aber momentan hier, Chakchi mit ganz gutem Micro eigentlich dagegen. Er verliert nicht so viel an Helvets. Die werden zwar nochmal alle geklärt, aber eben Lucira musste sehr, sehr viel dafür investieren. Ist runter auf 37 Drones, möchte jetzt hier am liebsten natürlich auch einen Counter-Attack starten, aber er weiß genau, dass zu Hause beim Terraner ebenfalls Hellions und Marines warten. Dafür sind die Linge einfach nicht gut genug gewappnet. Bending Nest hier hat es gerade überlebt. Immerhin, das ist für Lucira standen geblieben. Während das eine dritte Basis, die läuft, zum Glück für den Zerg. Wenn da noch ein, zwei Helibats reingelaufen wären, denke ich, wäre die Sache nochmal wesentlich schlimmer ausgegangen. Aber trotzdem, Lucira jetzt hier drückt einen ganzen Haufen an Lingen an, baut nochmal ein paar Bendinge. Er möchte jetzt hier einfach einen großen Push ansetzen, muss die Wall hier knacken, muss die Army knacken. Möchte hier nicht nochmal versuchen, in die Economy aufzuholen, weil er eben auch sehr, sehr weit schon im Work Account hinten ist. Terraner hat seine dritte Basis fertig, müsste sie nur platzieren. Es kommt gleich noch Combat Shield, also es wird hier sehr, sehr schwer für Lucira, den Terraner zu brechen. Er hat mal gut was an Lingen und es werden nochmal richtig viele Bendinge. Sind bei 30 Lingen und davon werden 16 hier Bendinge. Heißt, es gibt hier gleich ordentlich Damage an der Wall, aber bleiben Bendinge übrig für die zweite Runde gegen die Marines. Die haben Stim, die haben Combat Shield, das heißt, die halten schon gut was aus hier. Einsatz abgeht, werden nicht rechtzeitig fertig, außer Lucira lässt sich hier noch sehr viel Zeit, aber nein, er rallyt gerade einfach alles rüber. Es kommt noch ein bisschen Reinforcement nach. Jetzt hier zum Bleidepost tatsächlich sind unten SCVs, werden gerade transferiert und da gehen einfach die Bendinge direkt vorwärts. Bendinge bleiben auch ein bisschen noch am Leben, wollen hier Richtung Marines, kriegt auch eine relativ gute Connection hier tatsächlich. Und das sind direkt 5 SCVs down, die Dinge jetzt hier wissen nicht ganz sicher, wo sie hin sind, es sind Medivacs mit da und das macht es für diese Army wesentlich, wesentlich komplizierter nochmal Damage zu machen. Er hat zwar 8 SCVs hier rausgenommen, einfach sehr, sehr viel an Army geopfert. Man sieht die Marines hier sehr, sehr mutig, chargen einfach vorwärts, jagen jetzt hier die Bendinge. Und das sieht nicht mehr so gut aus hier. Es gab nochmal einen Drop in die Main Base, aber auch der wurde abgewehrt. Und damit wirft Lucira das GG und Chakchi gleich die aus zum 1:1. Und wir sehen uns gleich in der Entscheidungsmap wieder. Und diese Entscheidungsmap ist Belshire Vestige. Und wir haben hier weiteres Mal Hedge First vom Zerg, Hedge Gas Pool. Lucira wirklich sein Go-To-Opening. Währenddessen bei Chakchi spricht eigentlich alles ein weiteres Mal für die Reaper-Expansion. Burks wird hier gerade gemütlich fertig. Und da kommt der Reaper. Ja, also alles fängt soweit ganz normal an für die beiden. Wir haben den Reaper, der rüberschauen wird. Danach wird Chakchi vermutlich wieder Richtung Factory-Reaktor und eben dann ein paar Hellions gehen. Währenddessen bei Lucira wird es Link-Bailing basiert bleiben am Anfang und so wie es aussieht, wird es auch wahrscheinlich wieder Drops geben. Er hat das zumindest mal die letzten beiden Games gemacht. Ja, aber eben Akteur Nummer 1 wird erstmal hier der Reaper sein. Mal sehen, was der hier so anrichten kann. Ja, der geht rein. Wir haben ein paar Länge da. Queens noch nicht ganz eben, weil eben der Pool einiges später da ist. Aber der Reaper legt sich gerade mit den Längen an. Möchte hier so viel rausnehmen wie möglich. Kriegt den ersten Link. Wirft seine Minen fröhlich hin und her. Und jetzt, ja, am liebsten möchte ich natürlich auf die Drones gehen. Aber mit der Queen da sollte sich der Reaper lieber ein Stück zurückziehen. Ist er trotzdem mal sehr mutig in seinem Engagement mit der Queen. Aber fliegt jetzt hier einfach. Schwebt jetzt hier einfach raus. Und wartet, bis er sich regeneriert. Wenn das ein Bibesorg, Link Speed und Overlord Speed. Also selbes Geschehen ist wie immer bei Lucira. Zweiter Overlord ist entsprechend auch mit auf dem Weg, dass er gut scouten kann. Und eventuell später die ganze Geschichte für Drops verwenden kann. Wir haben bei Chakchi weiteres Mal eben die Reactor Factory und Starport. Ist auch fertig. Aber diesmal tatsächlich die Barracks ohne Tech Lab.
Sondern das Tech Lab ist reserviert für den Star Poly. Also Umiho. Chakchi spielt hier eine andere Bio. Und zwar, er hat jetzt zwar Cloak angedrückt, aber er baut einen Viking. Heißt, das ist tatsächlich ein Fake, ein Banshee-Fake. Obwohl er Scout nicht jetzt hier drüber sieht, dass beides am Produzieren ist, aber weiß eben nicht, dass da ein Viking rauskommt. Das ist nicht wie beim Stargate, wo man den Protoss, dass man sehen kann, was gerade gebaut wird in den Gebäude. Dementsprechend, mal gucken, lässt sich Lucira darauf ein. Momentan baut er hier eine Evolution Chamber. Währenddessen sind die Hellions hier vorne an der Front, haben versucht, einen Creeptumor rauszunehmen. Zusammen diesmal mit dem Reaper. Es hieß mal tatsächlich als Verbund, aber ein Hellion hat schon sehr, sehr viel Damage genommen. Evolution Chamber ist da und jetzt tatsächlich, es kommt hinterher noch eine Banshee. Heißt, Chakchi zieht das jetzt hier doch nochmal durch. Ist das Viking raus? Ja, Viking ist da und Viking fliegt knapp am Overlord vorbei. Na, ist ein bisschen bitter. Währenddessen haben wir ein weiteres Mal einen Drop Overlord. Heißt, Lucira möchte das ein weiteres Mal angehen. Eigentlich ein weiterer Overlord hier wird gefunden. Und eben die Banshee wird wirklich durchgezogen mit samt Cloak. Und wie gut ist Lucira hier drauf vorbereitet? Momentan überhaupt nicht. Er hat keinerlei Detection. Er hat das wirklich als Bluff angesetzt und er hat jetzt eben auch das Viking gesehen. Heißt, er hält das natürlich weiterhin für einen Bluff. Weil er eben gesagt hat, okay, du hast ein Viking produziert, das ist definitiv keine Banshee. Heißt, ich habe nichts zu befürchten. Aber eben, Banshee Cloaking ist fertig. Erste Banshee ist da und mit dem geklärten Overlord kommt die Banshee auch sehr weit, ohne gescoutet zu werden. Wir haben hier tatsächlich einen Link-Scout, aber der wird vom den Hellions abgefangen. Heißt, die Banshee kommt sehr, sehr weit, komplett ungescoutet. Und währenddessen auch die Drop-Overlaps mussten sich sehr, sehr weit nach hinten zurückziehen, um nicht Gefahr zu laufen, von dem Viking gesnappt zu werden. Jetzt hier gibt es tatsächlich doch einen Spore-Crawler mal an beide Basen. Aber eben, Hellion-Front ist jetzt sehr vorne und eben die Banshee ist mit dabei. Und die Banshee macht gut was an Damage auf die Queens. Das wird hier die Queen mit der meisten Energie gefokust und die wird auch rausgenommen. Spore-Crawler wird hier gerade umgesetzt, damit die Banshee detected werden kann. Wird jetzt hier auch ein bisschen angespuckt. Währenddessen ein Drop-Overlord ist bereit. Der zweite noch nicht so ganz. Und eben momentan alles Static Defense. Und dementsprechend hat die Banshee gerade noch ein bisschen Spaß mit den Queens. Feuert da ein bisschen drauf, währenddessen die Hellions kiten hier wunderschön gegen die Banshee. Kriegt hier einen richtig guten Trade. Jetzt ist der Overseer mit dabei. Heißt, die Banshee wird zurückgetrieben. Und Chakchi hat ein bisschen Trades sich rausgeholt aus dieser Aktion. Währenddessen ein Viking findet schon mal diesen Overlord. Heißt, der sollte dringend angegangen werden. Aber der lädt trotzdem aus, währenddessen eine Zeit der Overlord geht eben wieder Richtung Nashville. Die Hellions sind immer noch unterwegs, aber eben nicht als Verteidigung zu Hause. Und da jetzt hier die SCVs sind am Laufen, währenddessen geht es hier auch gleich in die Nashville. Die Marines sind jetzt nochmal gespawnt, es starten wir momentan 4 SCVs. Allerdings in der Nashville gibt es hier gleich nochmal eine ganze Runde, 12 SCVs hier down. Es ist noch ein Baneling hier mit dabei, Banshee Angst, der clears zumindest die Länge und den Baneling. Mit dessen das Viking, ja, geht den zweiten Drop Overlord an. Heißt, auch Lustira wird einiges hier dafür verlieren. Aber beide Spieler, ja, haben Verluste erlitten. Trotzdem, Lucira hat hier den besten Trade gemacht, er hat 12 SCVs rausbekommen. Aber eben die Banshees tatsächlich, die sind immer noch ein Gefährdungspunkt für den späteren Spielverlauf. Wird sogar hier noch ein Stück weit repariert. Und jetzt hier geht es mit einem großen Push vorwärts mit Marines. Die haben Stim, Combat Shield ist unterwegs, 1-1 Upgrades auch unterwegs und Hellions auch wurden nochmal hoch repariert. Besserem Zustand hier. Und Luciras Army Supply momentan ist ein bisschen schwach und auch nicht unbedingt effektiv gegen das, was der Terraner hat. Es sind sehr, sehr viele Säuglinge. Baneling werden jetzt gerade erst gemorpht. Trotzdem, es sind eben Hellions da und Hellions haben ihren Spaß mit den Zirklingen und Banelingen. Jetzt hier, da ist eine Queen wieder. Die ist zu weit vorne, die wird gesniped. Linge versuchen sie mit den Hellions anzulegen. Zweite Queen wird hier auch gefokust. Und auch die nächste Queen hier hätte durchaus Chancen, gesniped zu werden. Stattdessen hier fokussieren die Banshees lieber die Banelinger und kriegen davon auch richtig viele raus. Das heißt, die Marines haben weniger zu befürchten. Die Hellions tanken vorne die Linge und kiten sich jetzt die größtenteils durch die Linge durch. Die Banshee hier lebt immer noch gefightet mit der letzten Queen. Drones werden jetzt hier draufgezogen, aber Drones in Hellions zu ziehen ist keine so schöne Idee. Trotzdem, momentan die Verluste halten sich in Grenzen. Die eine Banshee allerdings hat immer noch hier ihren Spaß, hat die letzte Queen hier rausgenommen. Dementsprechend, die Banshee jagt jetzt hier ein paar Drones, kann jetzt durchaus noch ein paar Kills raussnipen. Und dementsprechend gehen die verlorenen Drones höher und höher. Wir sind bei 10, 11, 12. Also, das gleicht sich jetzt hier wieder an mit den getöteten Workern. Und momentan hier trotzdem Lucira im Worker Supply Vorsprung. Aber er hat auch sehr, sehr viel an Army hierbei opfern müssen. Und es kommt der nächste Schlag. Es kommen hier Marines mit 1-1 Stim und Combat Shield. Banshee wurde jetzt hier gesniped. Linge versuchen jetzt hier sich mit den Marines anzulegen. Trotzdem, der Drop tradet noch ein bisschen. Ein Marine geht hierbei drauf. 15 tote Drones ist das Ende der Geschichte. Und wir haben hier ein weiteres Mal einen Drop gestartet von Chakchi. Der möchte jetzt einfach auf Voll-Aggression gehen. Er ist im Supply. Minimal vorne ist jetzt hier gerade Supply-Stack. Währenddessen eigentlich 2-1 Upgrades unterwegs hier für den Zerg.
Das macht die Ringe dann doch ziemlich stark. Gerade eben das zusätzliche Arm-Upgrade, aber es kommen jetzt hier auch Mutas mit für den Zirk. Der hat sich sein Gas gespart und hat damit die Mutas draußen. Wenn die Medivacs hier abgefangen werden können, sieht die Sache wesentlich besser für den Zirk aus. Es ist eben jetzt ein Fall, wie die nächsten Harassment-Stufen hier ablaufen. Kann Chakchi hier Damage machen oder wird die hier ziemlich vernichtet? Momentan findet die hier ein paar Overlords, was definitiv nicht schlecht ist. Und er findet auch einiges an Creepswert, wenn er auch nicht alles unbedingt rausnimmt. Man nimmt die Overlords raus, damit Lucera momentan wieder Supply blockt. Währenddessen sind die Linge an der dritten vom Terran, dann nehmen hier die SCVs raus. Marines kommen mit dazu, das sind zu wenig Marines. Selbst mit Medivac, das reicht nirgendwo hin. Währenddessen die Hauptarmee versucht hier was zu reißen, geht hier gerade auf den Spockhole. Währenddessen der Drop hier an der dritten, nimmt ein paar Drones raus. Heißt auch wieder Beef beim Zerg, ziemlich krass. Da werden Baninge gefokust und die Widowmine trifft nochmal richtig gut, nimmt viel an Baninge raus. Zeit, wenn man trifft beinahe die Mutas. Jetzt hier die Marines auf dem Highground, richtig schöne Position hier gerade für die Marines mit den Medivacs. Währenddessen ist der Drop an der dritten immer noch zugange. Jetzt versuchen die Drones zu fighten mitsamt den paar Längen, die mit dazu kamen. Währenddessen die Army hier fightet auch direkt. Muss eigentlich einladen und wegboosten. Die Mutas sind dann doch zu stark mit Baning-Unterstützung. Währenddessen ready gerade Chakchi alles nach vorne, was er produziert. Seine dritte läuft nicht wirklich, sondern er ready gerade alles an der Army nach vorne. Er riecht ein bisschen Schwäche bei Lucera. Kann jetzt hier auch gerade mit den Marines gut die Mutas traden. Hat da gut was an Mutas rausgenommen. Und jetzt kommt ein großer Haufen an Marines und reichen die Baninge immer ein. Die reichen nirgendwo hin. Terran steht in der dritten Basis vom Zerg. Kitet sich jetzt wieder einen Wolf. Ist wieder an den Drones und kann gerade ein Massaker anrichten an Drones. Und Lucera hat nicht mehr genügend Übung, um das nochmal zu crushen. Ihm fehlt es einfach an koordiniertem Army Supply. Und somit Chakchi hier mit einem sehr chaotischen letzten Game holt er sich dann doch noch dieses Best of 3 in einem 2-1, nachdem es nach dem ersten Match gar nicht so gut für ihn aussah. Die Overlord Drops von Lucera waren gut angedacht, aber haben nur beim ersten Mal wirklich gut funktioniert. Alle anderen Male war Chakchi dann wesentlich besser darauf vorbereitet. Und somit verdient der Sieg hier für den Terraner. Er hat viele Dinge ausgepackt aus seiner Trickkiste und es hat mal mehr, mal weniger funktioniert. War ein schönes Best of 3 der beiden. Mal sehen, was ich als nächstes Herz hier als Matchup. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.